Interesse geeignet hat. Und so bin ich, ich sag mal, pädagogisch erzogen worden. Eklektisch in dem Sinne, dass ich nicht nur pädagogisch vortrage und nur Pädagoginnen und Pädagogen die Texte sozusagen als Protagonisten, als Helden bei mir spielen. Im Gegenteil, bei mir spielen auch Philosophen eine Rolle, Psychologen, Geschichtswissenschaftler, Soziologen sowieso. Und deswegen mache ich das eklektisch, also Zusammenstellung von unterschiedlichen Denkrichtungen. Ich glaube, Sie werden auch davon profitieren, weil Sie hoffentlich auch zu der Generation gehören, die auch später den Diversity-Ansatz im Leben einsetzt, auch nicht nur im Studiumalltag. Michel Foucault entwirft ein Konzept und er nennt es ein strategisch produktiven Machtvorstellungen. Ich komme schon mal runter. Studierenden fast überzeugt habe, man kann was machen. Man braucht ein Konzept nur. Mann oder Frau braucht ein Konzept. Ich sage auch Mann, aber Sie wissen, was ich meine. Das ist für die nächste Woche. Ich habe mir einen Begriff rausgesucht, der aus der Erziehungswissenschaft, unter anderem mit der Zusammenarbeit von Psychologen auch, Soziologen, der Resilienzbegriff. Sobald der Begriff auftaucht, glaubt man sofort an Widerstandsfähigkeit. Unter anderem, wie resilient ist der Mensch? Ich habe Pro und Contra gegeneinander sozusagen ausgespielt und habe versucht, diesen Text für Sie, für euch vorzubereiten, damit Sie entscheiden, bei der ersten Einführung des Resilienzbegriffs, ist das was, kann man was damit anfangen und was hat das mit Partizipation zu tun? Kann ich erst handeln, wenn ich weiß, dass der Mensch mir gegenüber, ob ich in der Schule bin, im Kindergarten oder später in der Erwachsenenbildung als Pädagoge, weiß ganz genau, dass der Resilienz als eine Eigenschaft, als ein Konzept im Menschen verankert ist? Erst wenn ich davon überzeugt bin, ich als Pädagogin oder als Pädagoge, dann glaube ich, kann ich auch partizipieren. So, Resilienz als Widerstandsfähigkeit, weiter. Hans-Peter Otte und Raul Ziegler, beide hier im Haus. Und dann habe ich noch einen aus der Erziehungswissenschaft, ein Konzept, Capabilities-Ansatz. Sagt Ihnen was der Begriff? Etwas oder noch nicht? Deswegen mache ich auch das bei den ersten zwei, drei, vier Wochen, damit wir wissen, wenn wir mit Partizipation arbeiten, was soll eigentlich dazugehören. Und dieser Capability-Ansatz ist nichts anderes als ein Anschluss auf den Resilienzbegriff, der wiederum eine Partizipationsverstärkung herbeiführt. Es steht auch im englischen Wort, wenn man Capability, to be able to help, to cope. Das sind zwei etwas längere Texte. Ich glaube, ein, zwei sind schon im Stud-IP. Und der dritte deswegen nicht, weil man da nicht so längere Texte wegen Urheberrecht, das darf man da nicht. Längere Texte darf man nicht. Ich habe zwei kurze Texte und wenn Sie sich entscheiden, der Text gefällt mir, dann haben Sie das Buch bei mir entweder im Büro oder und der wird dann nochmal kopiert. Für diejenigen, die den Referat halten über den. Also Resilienz, Capability, Begriffe, die in der Erziehungswissenschaft renommiert sind und in der Fachwelt sehr diskutiert. Und was Sie mit Partizipation zu tun haben, dann werden wir beim hoffentlich bald auch feststellen. Dann geht es weiter mit Handlung. Inwieweit Menschen handlungsfähig sind, wenn sie nicht als Individuen, das mache ich auch bei der nächsten Sitzung, was gehört dazu, handeln zu können. Was ist überhaupt Handeln? Aber bei dieser, bei Grundmann, geht es darum, wenn Menschen in Gruppen agieren, inwieweit sie noch handlungsfähig sind. Können Sie Ihrer Chefin oder Ihrem Chef demnächst sagen, wenn Sie irgendwo arbeiten mit einer Gruppe,
und stecken in ein Dilemma, weil sie einen bestimmten Konzept haben im Kopf, man nennt das meistens Freiheit, und auf der anderen Seite stehen Strukturen, die so fest verankert sind und fast wir als Individuen, als Einzelne nicht oder noch nicht etwas bewegen können oder handeln können. Und hier geht es darum, etwas darauf einzugehen, wie kann man Handlungsbewegungen in Milieus, in Gruppen, in Gewerkschaften, Migrantenorganisationen, Kindergarten, darum geht es als Beispiel sozusagen. Überlegen wir uns was und fragen die Leute, was sie unter Partizipation verstehen. Oder auch nicht. Also wir können auch hier weiterhin Referate halten. Ganz langweilig, ich schlafe ab und zu mal. Dann wecken Sie mich auch wieder, wenn der Referat zu langweilig ist. Nein, es gab noch nie ein langweiliges Referat. Wir hatten immer mehr Spaß gehabt. Warum dieser Text wichtig ist, veröffentlicht. Moment, geil. Entschuldigung. Gut, meine ich. Sie, fünf. Darf ich fragen, welche? Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Russisch. Russisch? Ja. Das Passiva. Verstanden. Das ist das Einzige, was ich kann. Nee, Moment, ich liebe dich. Das war ein Moment. Ja, du bist mir. Ja, du bist mir. Ja, ich auch. Okay. Ich wollte gerade nicht angeben, dass ich 7 Sprachen spreche. Kam auch so an. Okay. Ich bin selber